Vielleicht beginnen wir mit der Überschrift öffentliche IT, ganz bewusst gewählt, weil es breiter ist als E-Government. Das hat der Roland Ledinger angesprochen, als auch der Christian Rupp. Öffentliche IT spiegelt einfach das wider, wie inwieweit die Verwaltung, der Staat sich neu aufstellen muss, damit all diese neuen Kooperationen an den unterschiedlichen Schnittstellen auch stattfinden können. IoT ist angesprochen worden, die Internet of Things oder die intelligenten vernetzten Objekte, die uns zukünftig tagtäglich im privaten, also im beruflichen umgeben werden. Dazu braucht die Infrastruktur auf den unterschiedlichen Trägerebenen. Und das wird eine große Herausforderung für uns alle. Sehr schön sieht man an der Digital Roadmap, dass E-Government eben nicht nur es darum geht, den einen oder anderen analogen Prozess zu digitalisieren, sondern es findet sich jetzt tatsächlich auch in den unterschiedlichen Strategien, nämlich Fachstrategien in den jeweiligen Ministerien wieder. Und es ist in den Köpfen sowohl der Politik als auch in den Köpfen der Vorstände in den Unternehmen angekommen, dass die digitale Transformation weit mehr ist als den einen oder anderen Prozess vom analogen ins digitale Zeitalter zu heben. Es ist angesprochen worden, Geschäftsmodelle verändern sich rasant. Sie sind nicht vorhersehbar. Vielfach müssen sie erst ausgetestet werden. Das stellt uns alle vor die große Herausforderung, dass wir die Zukunft noch viel weniger berechnen können, als wir das im Industriezeitalter gekonnt haben. All die wunderbaren Werkzeuge, die im Industriezeitalter funktioniert haben, greifen halt oft nicht mehr. Man setzt an und fahrt ins Leere. Und dieses Bewusstsein, das ist bei allen angekommen. Es ist kein Nischenthema mehr und es war ein Nischenthema, das muss man, glaube ich, an der Stelle schon sagen. E-Government war für die IT-Verantwortlichen vorbehalten. Heute sieht jeder Fachverantwortliche oder beinahe jeder Fachverantwortliche, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie die Digitalisierung mein tagtägliches Leben verändern wird. Wie kann ich mich zukünftig anders organisieren? Insofern freut es mich sehr, dass das Land Niederösterreich das als ganz zentrales Element, ich glaube, das ist sogar, man kann sagen, das zentrale Thema der neuen Landeshauptfrau, und ich hoffe, dass es das zentrale Thema der nächsten Bundesregierung sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird. In Deutschland, weil ich in Deutschland einen wissenschaftlichen Think Tank so gut wie, also ich muss noch unterschreiben, ab Juli in Berlin leiten darf, der dazu einen Beitrag auch leisten wird, inwieweit die neue Bundesregierung dann Elemente in ihrem Regierungsvorhaben verankert. Und wenn wir auf die Digital Roadmap schauen, dann sehen wir, dass es vielfach Einzelstrategien sind, die in den unterschiedlichen Ministerien entwickelt worden sind. Und wenn ich jetzt einen Wunsch an die nächste Bundesregierung, an die noch nicht vorhandene stellen darf, dann wäre es, dass wir es in den zentralen Bereich der Regierungserklärung stellen. Also wie wird Österreich nicht nur bekannt für Mozartkugeln, Lipizzaner und seine Berge, sondern auch für die digitale Innovationskraft, die ja durchaus vorhanden ist. Wir haben eine starke Industrie und starke Wirtschaftsunternehmen, gerade auch im Startup-Bereich. Aber wie können wir ein Narrativ, eine Geschichte zeichnen für ein digitales Österreich, das weltweit gesehen wird? Und wenn man das als in den Mittelpunkt stellt einer Gesamtstrategie für Österreich, dann spiegelt sich das dann wiederum in den unterschiedlichen Politiken, die wir in den jeweiligen Ressorts haben, dann hoffentlich wieder. Also das wäre der Punkt, wo wir vielleicht alle dazu beitragen können. Die nächste Bundesregierung wird vor der Tür stehen, also viel Zeit ist eh nicht, um die Dinge vorzubereiten. Oktober sind die Wahlen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt uns in den Kopf zerbrechen, was sind die zentralen Building Blocks, die wir der Politik mitgeben wollen, um dann wiederum auf die nächsten 4 Jahre da gezielt hinarbeiten zu können. Wenn wir es auf uns konkret herunterbrechen, dann wird es heute vielfach unter Smart Governance zusammengefasst. Also wie schauen die Strategien aus, wie wir Technologie in den unterschiedlichen Bereichen implementieren können? Wir in unserem Forschungsteam haben 2 zentrale Themen herausgelöst. Das eine sind die Daten und das andere sind die Menschen, nämlich wie arbeiten wir mit Menschen zukünftig zusammen, wie organisieren wir uns intern, wie machen wir die Schnittstellen zu den externen
externen Stakeholdern. Also die nicht emotionalen Daten und der hochemotionale Mensch so als die zentralen Elemente einer Smart Governance. Ich gehe dann später noch kurz darauf ein. Und das andere, es ist vielfach auch schon angesprochen worden, die digitale Umsetzungskultur. Also da müssen wir einfach in den Unternehmen, vor allem in den großen Organisationen, das gilt für die Industrie, als auch für die großen Verwaltungsorganisationen, wie schaffen wir eine neue, agilere Verwaltungs-Umsetzungskultur und das auch immer wieder in den Gesprächen gestern schon vorgekommen, dass wir vielfach Prozesse haben, die viel zu träge, viel zu groß sind, die sich großartig eignen für Großprojekte, aber sich vielfach für diese kleinen agilen Projekte nicht eignen. Und wir brauchen das Vertrauen der Bürgerinnen. Das können wir einerseits durch Bildung, ist auch schon angesprochen worden, schaffen, aber natürlich auch durch andere Maßnahmen. Wenn wir die Smart Governance vielleicht ganz kurz hineinblicken in den Datenbereich und dann sehen wir die typischen Stacks, die wir immer wieder adressieren müssen. Wir haben unsere Hausaufgaben zu machen auf der IT-Infrastruktur. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen bei den Daten. Ich glaube, dass keiner im Raum von sich behaupten kann, dass er die Übersicht über all seine Daten in seiner Organisation hat. Auch wahrscheinlich nicht die Telekom. Das ist einmal die erste große Herausforderung. Und dann noch im zweiten Schritt zu schauen, welche Daten sind extern vorhanden, die ich nutzen kann, damit ich sie verwandle mit den unterschiedlichen Methoden, dass ich aus den Daten Erkenntnisse ziehen kann, die ich in den Entscheidungsprozess mit einbauen kann, oder dass ich Algorithmen kreiere, die meine Entscheidungen vielleicht automatisiert durchführen oder die vielleicht dann auch zu einer künstlichen Intelligenz werden, weil das, was Algorithmen und künstliche Intelligenz auszeichnet, ist, sie brauchen einen Treibstoff und der Treibstoff sind Daten. Das sehen wir in all den unterschiedlichen Projekten. Insofern ist das auch steht für die Innovation, also aktuell meiner Einschätzung nach, die Datenschutzgrundverordnung fast diametral gegen die Innovationskraft, die man aus Daten ziehen kann. Aber damit müssen wir jetzt die nächsten 4-5 Jahre leben. Die Prinzipien und Werte spiegelt sich dann da wieder, wo setzen wir die Grenzen der Datenanalyse, wie gehen wir damit um, organisatorische Ebene, wie setzen wir in der eigenen Organisation um und welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen wir berücksichtigen. Wenn wir das Ganze auf die Beteiligung umlegen, dann haben wir dort eigentlich die gleichen Stacks wieder. Aber ich muss die IT-Infrastruktur schaffen, die mir Kooperation überhaupt ermöglicht. Ich habe hier die Ressource Mensch. Wie kann ich den wo einbinden, in welchen Prozess, wo kann ich den Prozess öffnen? Wen möchte ich überhaupt integrieren in meine Entscheidungsprozesse oder in meine Produktionsprozesse? Wie kann ich auch all das interne Know-how nutzen? Auch das liegt ja vielfach brach aufgrund der sehr silo Aufstellungen von großen hierarchisch geführten Organisationen. Wie kann ich da dann die neuen Umsetzungswerte und Kulturen schaffen? Wie muss ich mich dann vielleicht anders organisieren? Also wie kann ich meine Hierarchien etwas abflachen? Spielt natürlich wiederum sehr eng zusammen mit den Werten und den Prinzipien. Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen muss ich anpassen? Das war aktuell beispielsweise, ich glaube, ich darf es nennen, in der Stadt Wien eine große Diskussion, welche rechtlichen und auch sozialen Hürden habe ich bei der Umsetzung von der digitalen Transformation in meiner Stadt, in meinem Land. Ja, und das all diese Elemente, sowohl die Innovationskraft des Menschen als auch die Daten, wie binde ich die in meine Entscheidungsprozesse ein? In dem Fall ist es der typische Politikprozess. Wir haben das Agenda-Setting, wir haben die Formulierung der Politiken und am Schluss die Implementierung der Verwaltung. Und wie kann ich die Daten beispielsweise dazu verwenden, um zu einer evidenzbasierten Politik zu kommen oder zu einer stärkeren evidenzbasierten Politik, weil letztendlich wird es natürlich auch immer einen Interessensausgleich geben. Und wie kann ich die Daten nutzen, um bei der Implementierung in all den unterschiedlichen Fachbereichen, die wir in einer Landesverwaltung oder einer Bundesverwaltung finden, auch messen, ob meine Maßnahmen greifen oder nicht greifen. Also das sind ja unglaubliche Potenziale, die vor uns liegen. Das zweite wäre die digitale Umsetzungskultur, und da möchte ich auf die Kollegin Mergel verweisen, die aktuell dazu unterschiedliche Innovations-
Innovationsagenturen untersucht hat, aus Estland, den USA und ich glaube Dänemark war auch dabei, und hat 6 Prinzipien herausgearbeitet, was macht diese Agenturen erfolgreich oder auch nicht. Und einer der Themen, wenig überraschend, ist agile Entwicklung von Software als auch von Projekten. Wenig überraschend, wenn man jetzt in die Industrie schaut, eine ihrer Zitate, die ich nie vergessen werde, ist, dass es in den USA Beratungsunternehmen geben, die ihre Berater von den Beratern, die im Wirtschaftsbereich tätig sind, ganz bewusst fernhält, damit die nicht negativ beeinflusst werden durch agiles Projektmanagement, weil agiles Projektmanagement in der amerikanischen Verwaltung nicht umsetzbar ist. Es passt nicht in das enge Korsett der Projekte, der Vorgaben, die intern, die teilweise rechtlich vorgegeben sind, die teilweise intern vorgegeben sind, passt es nicht hinein. Und das ist ein Problem, das weltweit in den Verwaltungen vorherrscht. Und wir wissen, dass viele Organisationen in Österreich damit vor einer großen Herausforderung stehen, das aufzubauen und umzusetzen. Das Zweite wäre, wie können wir IT-Talente gewinnen? Ganz schwierig, wenn wir schauen, was die Rahmenbedingungen im Personalmanagement zulassen. Da sind wir gefordert, uns zu überlegen, was kann uns attraktiv machen oder was kann Verwaltung attraktiv machen. Drittes wäre Maintaining and Scaling Up Startup Culture. Das wäre genau das, was ich angesprochen habe. Also dieses Probieren und Testen ist auch schon angesprochen worden, dass eine andere Kultur ist. Also kleinere Projekte machen, ausprobieren, funktioniert nicht und dann wieder weitermachen und unter Umständen dann in den Echtbetrieb bringen. Das Vierte wäre Improving IT Acquisition by Agile and Open Methods. Das spricht genau wiederum diese Umsetzungsagilität von Projekten und offenere Zugänge. Da vielleicht auch ein Erkenntnis, das wir aus den aktuellen Diskussionen mit unterschiedlichen Verwaltungsverantwortlichen gezogen haben. Es gibt durchaus mehr Vertreter und Vertreterinnen, als man denken würde, die zu einem offenen Zugang sehr positiv gegenüberstehen, die auch Daten intern stärker teilen würden, wenn Rahmenbedingungen wenn Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das auch zulassen. Und es muss natürlich auch dementsprechend ein Geld vorhanden sein. Also zu glauben, dass man virtuelle Teams aufsetzen kann, wo keine menschlichen Ressourcen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen, das wird nicht funktionieren. Das ist ein ganz klares Bild aus den unterschiedlichen Untersuchungen. Und das ist auch ein sehr schönes Bild. Wo kommt die Innovation her? Kommt die Innovation aus dem Government heraus, aus der Verwaltung, oder muss man die sich extern zukaufen? Auch da ein Zitat, das man fast nicht glauben kann. Die Wirtschaftsvertreter sind befragt worden und die kamen zum Ergebnis, die Verwaltung kann keine Innovation haben, die müssen sie bei uns einkaufen. Also nicht einmal in der Schnittmenge, dass man das vielleicht gemeinsam irgendwo macht, nämlich ich hole mir externe Innovationskraft und bündle das mit meiner internen, sondern Aussagen von Wirtschaftsvertretern, das bezieht sich allerdings jetzt auf die USA, die einem doch sehr, sehr stark überraschen. Letztendlich wird, und das passiert in Österreich, glaube ich, wahrscheinlich vielfach besser aus der persönlichen Erfahrung, ohne es wissenschaftlich untersucht zu haben, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind in der Mischung von Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Aber es ist definitiv ein Punkt, wo wir vielleicht auch noch, obwohl wir in einer besseren Position sind, als im Vergleich dazu zu der amerikanischen Bundesverwaltung, wir das vielleicht sogar noch stärken und daraus Vorteile ziehen können. Kommt dann zum Schluss, nämlich das Vertrauen der Bürgerinnen in den digitalen Staat, mehrfach gefallen. Wir brauchen staatlich gesicherte digitale Identitäten, Nachweise und Dokumente. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der Bürger und die Bürgerin wollen nicht mehr, oder vor allem auch die Wirtschaft, wollen keine Dinge mehr nachweisen, die schon irgendwo verspeichert sind. Wollen andererseits aber eine gewisse Datensouveränität, und wir brauchen die digitale Kompetenz bei den Bürgern und Bürgerinnen. Das sind jetzt ein bisschen die Passwörter, die immer wieder vorkommen. Ich möchte noch ein viertes Passwort bringen, das sind mobile Applikationen. Und für die diese nächsten Folien schon gesehen haben, möchte ich mich entschuldigen, dass ich sie schon wieder herzeige, aber mir ist es unheimlich, also ist mir wirklich eine wichtige Aussage. Es kommt immer wieder vor, heute noch, dass wir über digitale Kluft sprechen. Es gibt meiner Meinung nach diese digitale Kluft nicht mehr. Wenn wir auf diese Zahlen schauen, da liegen wir bei 85% täglich der Nutzung vom Internet. Also ich sehe damit kaum noch eine digitale Kluft, weil
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die das im Internet nicht täglich nutzt, niemanden kennt, der ihm weiterhelfen kann, geht gegen Null. Wenn wir allerdings eine andere Studie anschauen, wie hoch die funktionalen Analphabeten sind, dann liegen wir bei 17,1%. Also das Problem liegt wohl bei den 17,1%. Und wenn wir die aktuellen Verwaltungswebseiten anschauen, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, und die aktuellen Formulare anschauen, und ich entschuldige mich auch an dieser Stelle, dann schauen die nicht ganz so schlimm wie in den USA, aber dann schauen die oft so aus, nicht? Es ist der Schnelldurchlauf. Es sind 100 Klicks, also ich entschuldige mich bei denen nochmal, die diese Folien schon gesehen haben, aber ist natürlich bei der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich wesentlich besser. Da sind es keine 100 Klicks, da sind es nur 30. Wie könnte es ausschauen, wenn man das Ganze mobil, als mobile only, vielleicht noch, es geht in dem Fall, ging es um Essensmarkenantrag. Also für sozial schwache Schichten, die üblicherweise dieses Verfahren starten. So schaut es aus, wenn man das Ganze auf einer mobilen Anwendung aufsetzt. Man ist von den 100 Klicks auf 9 bis 10 Schritte gekommen, die auch ein Mensch mit einer funktionalen mit einer Leseschwäche schaffen kann, weil es sind keine Sätze mehr, es sind einfache Begriffe. Und das ist für mich, wie wir die digitale Kluft zukünftig vielleicht entgegentreten, indem wir auch die Komplexität der Sprache in den Verwaltungsverfahren reduzieren, mit Piktogrammen arbeiten, einfacher die Dinge ausdrücken und somit tatsächlich inklusiv sind. Das heißt, Inklusivität durch digitale Angebote und keine Diskussion mehr, ob wir noch eine digitale Kluft haben. Und damit sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe die eine oder andere Idee und Inspiration Ihnen mitgeben können zur weiteren Diskussion und vielleicht auch zur Umsetzung. Danke.